Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge hier auf der Saxonia. Ja, wo wir ja in der letzten Folge hier das Problem hatten, dass mein Abfahrer gar nicht abfahren konnte, weil ich eine Einstellung verkehrt hatte. Ja, und jetzt sieht er ja, funktioniert das, er ist wieder da, er lädt gerade über. Das heißt, das funktioniert, da brauchen wir uns gerade keine Gedanken mehr machen. Das sollte jetzt auch wieder reibungslos laufen. Genau. Zum anderen haben wir uns ja hier um das Sägewerk gekümmert, haben schon mal begonnen, ein paar Baumstämme hier reinzufahren, damit der mal anfängt zu arbeiten. Das läuft auch. Ja, der Häcksler, der wird gerade gar nicht benutzt, gebraucht etc. Er hier fährt wieder zum Feld. Genau. So. Ihm muss ich jetzt... Ach ja, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ah, Mist. Na, ist egal. Dann müssen wir das... Klar, mal gucken, warum lässt er jetzt hier eine Bahn aus? Ach so. Nee, okay. Gut, das passt. Okay, der fährt immer noch fleißig hier seine Bahn. Jetzt muss ich gucken. Der steht hier. Gut, der kann noch nicht. Da muss ich warten, bis der Kollege mit dem Pflanzenschutz durch ist. Dann kann ich ihn... Genau. Weil er hier macht ja gerade den Pflanzenschutz. Er wartet auf den Ruf. Er ist am Fahren. Er hat noch Kalk drin. Okay. Gut. Das heißt also, wir sind eigentlich so weit, dass alle Sachen versorgt sind. Wir haben jetzt auch gerade nichts, was wir gerade machen können. Wir müssen halt warten. Und ich muss irgendwie sehen, jetzt... Jetzt muss ich mir gerade was überlegen. Moment. Nee, das ist nicht da. Ich habe leider Gottes aber auch nichts dabei, um das jetzt mal ganz fix gesagt zu ändern. Das sind bloß die Ballen da, aber ich habe keine. Mist. Ich habe vergessen, den Pflanzenschutz, das Saatgutding zu setzen. Beziehungsweise mit reinzunehmen. Ich könnte zwar jetzt hier von der Samenhütte ausgehen. Ach, hier kriegst du. Okay, hätten wir auch Pflanzenschutz dran gehabt. Jetzt ist die gute Frage. Da muss ich jetzt gerade mal meinen... Den nicht, der arbeitet. Der ist noch nicht voll, der wartet. Alles gut, der ist Dings. Jetzt brauche ich meinen Einsäher. Moment, den hier. Genau, er fährt jetzt nämlich dahin und will sich wieder beladen. Genau, und da müssen wir jetzt mal gerade gucken... Da muss ich dann höchstwahrscheinlich irgendwo jetzt mal einen Punkt verändern. Weil das klappt ja dort hinten jetzt nicht. Dünger dort abladen, das ist klar. So, genau, er fährt jetzt hier rauf. Und Saatgut war fast ganz hinten. Ah, das ist scheiße. Wartet mal. Wenn ich jetzt clever bin und das klappt, könnte ich doch noch mal Saatgut hier an der Seite setzen. Die Hütte. Provisorisch. Versteht sich. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich bin jetzt hier. Ich muss... Aber... Wo sind jetzt die komischen... Hier hinten. Genau, so, wartet mal. Nee, andersrum. Mal gucken, ob das geht. Wenn ich ihm jetzt ernsthaft... Ich kann es hier nicht platzieren, scheiße. Auf der Seite würde es gehen. Geht auch nicht. Was? Moment. Fahren jetzt mal mit ihm kurzes Stückchen weg. Weil normalerweise sollte es gehen. Weil dann kann er nämlich dort erstmal sich. Ich weiß, das ist alles gerade ein bisschen doof.
weil wir eigentlich schon längst selber Saatgut haben müssten. Aber so, weil dann machen wir nämlich das Folgende. Ah, okay, durch den Trecker wurde er jetzt verhindert. So, setze ich die Samenhütte nämlich jetzt mal dahin. Jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir das hin, dass wir jetzt hier einen Punkt, ist halt blöd, der wenn wir ihm jetzt hier, Moment, das probiere ich gerade mal. So, hat gut. So, jetzt erstelle ich ihm diesen Punkt. Warte mal, N. Kann er da dann hier Saatgut laden? Jo. Gut. So, wartet mal, dann tue ich ihm jetzt mal hier diesen hier. Und gebe ihm dieses hier, den Punkt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss er ja theoretisch bloß eine Runde fahren, damit er... Ich bin mal gespannt, weil wenn das klappt, wäre es ja ganz gut. Ich weiß zwar, dass uns das Geld kostet. Ja, damit müssen wir aber jetzt gerade mal leben, weil wir kommen gerade nicht anders drauf rum. Und dann müssten wir mal gucken, könnte ich demnächst ein bisschen Gülle fahren. Gülle, sag ich. Mist mal noch hochfahren und gucken, dass wir vielleicht sogar auch noch ein bisschen, na, wie sagt man so schön, ein paar Kühe kaufen, genau. Weil das hatte ich ja gesagt, sollten wir tun. Bei Zeiten. Jetzt bin ich gespannt. Klappt das? Findet der jetzt den Trigger? Jawohl. Ja. Also, klappt doch. So, genau. Gut, dann läuft das weiter. Alles gut. Okay, er war jetzt bei der Futtermischproduktion. Da gehen wir gleich nochmal hin. Weil ich mal gucken will, wie viel Gras haben wir denn jetzt hier schon aktuell drin. Gras ist fast voll. Ah, okay. Und ich sehe, Silage fehlt. Gut. Das ist natürlich auch so eine Sache, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Jetzt ist nur die Frage, wo packe ich denn den Kalk hin? Den letzten Rest. Kalk, weil wir haben hier noch Kalk drin liegen. Ich probiere jetzt mal, ob wir den Kalk unten in unseres normale Silo packen können. Dann hätten wir nämlich das Problem nicht. Und wir müssen hier gerade mal Licht anmachen. Das ist Arschduster. Ich meine, gut, dass das hier nicht nahe passt, ist mir logisch. So, wir fahren jetzt mal ins normale Silo. Mal gucken, ob ich das dort reinpacken kann. Wäre natürlich schön. Dann mal Silo war hier, genau. Da ist B-Ladung, das heißt, hier laden wir aus. Na, mal gucken. Schön wäre es, wenn der mir jetzt anzeigt, dass hier Kalk reingeht. Gut. Boosteruhren geht halt nicht. Gut, okay, wir haben da eben noch so viel Kalk über. Moment. Dann packen wir das in das alte Kalklager erstmal rein. Noch habe ich es ja. Ist zwar doof. Ist halt aber jetzt gerade nicht änderbar. Ich muss es eben momentan noch. Bis ich das mit dem Kalk letzten Endes gelöst habe. Weil ich habe da nicht aufgepasst. Der hat dann halt so viel transportiert, dass er irgendwann so viel hatte. Ja, dass unser Kalklager dort hinten einmal komplett übervoll ist. Und ja, das ist doof. So.
Er fährt jetzt aber nicht zum Kalklager und auch nicht zur Düngerfabrik. Er wird jetzt auf dem Hof nicht einen Fermenter abladen, sondern Fermenter beladen und wird damit zu den Futterwerken fahren und wird da Silage abladen. Und natürlich hier auch Silage. Ganz klar. So. Weil wir brauchen wieder ein bisschen Silage, damit neues Mischfutter hergestellt werden kann. Okay. Ach ja, und das müssen wir dann immer noch ein wenig umstellen, dass der dann auch den Pflanzenschutz dort lädt. Und ich muss dem nächsten Hof aufräumen, ich weiß. Die Geräte stehen hier überall kreuz und quer. Mann, 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 Mann. Es ist ja nicht mehr normal. So. Wir haben noch 193.000. Momentan auf der hohen Kante. Jetzt ist die Frage, hat jetzt überhaupt einer schon von meinen Leuten ins Silo gekippt, die Zuckerrüben? Ich glaube noch nicht, ne? Nein. Gut. Okay, das ist nicht so schlimm. Alles gut. So, er fährt jetzt zum Fermenterraum. Fährt er da jetzt einmal außen rum? Verstehe ich zwar nicht ganz, aber okay. Wird schon seinen Sinn haben. Der wird schon wissen, was er macht. So. Dim, 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 dim. Ah, okay, er fährt jetzt hier lang und müsste jetzt theoretisch. Ah ja, genau. Er soll ja jetzt beladen. Oder tut er jetzt. Beladen heißt füllen. Hä? Fährt er denn jetzt hin? Okay. Er macht eine große Runde. Heieiei. So. Weil da hätte ich nämlich jetzt gesagt, würde ich jetzt gleich noch ein bisschen shoppen fahren. Und zwar etwas Pferde kaufen. Ja, genau. Ich kaufe Pferde, wobei ich eigentlich bloß Kühe habe. Ja, nee. Ich würde jetzt nämlich ein paar Kühe kaufen gehen dann. Wenn das jetzt hier funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie viel hier noch drin ist. Ob wir da nochmal viel rauskriegen. Aber es ist. Ein Hänger wird es auf jeden Fall, glaube ich, noch. Wenn nicht sogar mehr wie Hänger. Mal gucken. Weil wir müssen demnächst wirklich wieder mal Silage produzieren, obwohl könnten wir theoretisch auch oben von der BGA uns holen. Müssen wir mal gucken. Ach, mal schauen. Noch haben wir noch Silage auf der hohen Kante. Die kann hier ruhig erstmal rausgefahren werden. Okay, das wird also mehr wie ein Hänger. Okay, gut. Weil jetzt muss ich mal gerade was gucken. Hatte ich denn nicht? Quatsch, Garage wollte ich doch. Habe ich den Dingsbums-Hänger noch? Jo, habe ich noch. Den Kuhhänger. Jetzt habe ich bloß das Problem, ich müsste. Obwohl, doch, das würde ja gehen. Ich kann ja mit der Dolly fahren. Die Dolly haben wir ja irgendwo rumliegen. Weil dann würde ich ihm nämlich hier. Ihm würde ich nämlich jetzt, wenn ich weiß, wo die Dolly steht. Ich gerade mal gucken, wartet mal. Wo hatte ich denn letztes Mal. Wo habe ich denn das letzte Mal den Dings stehen gelassen? Den Hänger, den roten. Mensch, wo fährst du denn hin, mein Junge? Ja, ich weiß, dass ich den irgendwo an die Seite gestellt hatte. Aber wo habe ich ihn denn jetzt? Gesehen habe ich ihn schon. Heute. Glaube ich mindestens einmal. Weil dann würde ich ihm nämlich jetzt Kühe kaufen fahren lassen.
wenn ich den Hänger mal finde. Wo habe ich den denn das letzte Mal abgeparkt, sag ich mal? Abgeschmissen hatte ich ihn und dann war's das. Wo habe ich ihn? Sonst müsste ich auf der Übersichtskarte gucken, dann sehe ich's. Weil ich weiß, ich habe den damals aber abgemacht und hatte dann andere Pläne. Also hier hinten steht er schon mal nicht. Wo bin ich mit dem damals hingedonnert? Hab ich den nicht hier irgendwo hingestellt? War mir nicht so. Aber anscheinend nicht. Okay, Moment. Dann lass uns mal auf die Karte gucken, weil dann ist das irgendwo untergegangen. Hier oben steht der. Also doch, da oben. Hä? Warum habe ich ihn denn da hingestellt? Hier sind das mal unsere Schweine. Schweine sind das schon, unsere Hühner. Wie ist denn das überhaupt? Ach ja, stimmt. Ganz vergessen, unsere Bewässerung ist ja nur soweit fertig. Da können wir nämlich hier mal ein bisschen unseren Hühnern auch ein bisschen Wasser zuführen. Ja, sauber gemacht müssten sie mal werden und Weizen brauchen sie wieder. Okay. Okay, na gut, das können wir ja dann. Mann, was leckt denn heute hier so? Hallo, was ist denn jetzt los? Mann, ist das hart leggy gerade. Okay, was soll's. Wird schon sein Grund haben, warum. So. Ach, hier hinten. Ja, gut. Genau. Weil er hat doch die Dolly noch dran, nicht wahr? Genau. Hatte ich ja damals extra eine Dolly gekauft. Nein. Nicht die Laterne knutschen, danke. So. So. Und jetzt muss ich noch rausfinden, wo steht denn jetzt mein Hänger vom. Das ist alles dort nicht. Och, nee, ich muss meinen ganzen Bullet ausmachen, ja. Nervt so ein bisschen. Sonst sehe ich wieder nicht. Ich denn den also manchmal habe ich das Gefühl, entweder habe ich schon Hallus, das sind bloß die zwei Dinger, das ist bloß der, habe ich den verkauft. Das ist der Dings. Ich habe halt das Gefühl, ich habe den damals verkauft. Aber komischerweise steht er hier noch auf der, in der Liste. Das ist wie letztens der Düngerstreuer, der ja angeblich noch da war. Ich tapp jetzt mal durch. Das ist der Hänger, das ist der LKW. Das ist nochmal ein LKW, noch ein LKW. Das ist der, das ist meiner, den ich gerade habe. Ich bin noch nicht. Also, ne? So, und die Hänger zeigt es mir gar nicht gerade an. Warum auch immer. Da ist ein Hänger, da ist ein Hänger, der unten ist klar. Aber der muss ja dann hier auf dem Hof sein. Das ist der, der kommt gerade zurück. Das ist mein Wasserfass, ein Wasserfass. Das ist der große Hänger. Das ist der LKW-Hänger, ja. Also, gut. Können wir das uns schon mal sparen? Er steht hier in der Garage drin. Ich weiß aber nicht, wo ich ihn habe. Das ist doch schon wieder so eine Scheiße. Gut, dann verkaufen wir das Ganze nochmal. Müssen wir noch einmal neu kaufen.
Verstehe ich zwar irgendwie nicht ganz, wie das Wetter sein kann, warum der jetzt da war und aber irgendwie auch nicht da war. Nee, das war hier nicht. Hier bei Tiertransport muss ich reingehen. So, wie viel hatte der? Der hat. Oh, der kann 25 Kühe. Und hier? Hier wo ist 12? Dann nehmen wir die hier. Auch wenn der ein bisschen. Oh wow, was in grün? Na na, bitte nicht. Also, nee. Weiß? Also, Felgen auf jeden Fall weiß. Hauptfarbe weiß ich noch gar nicht so. Was habe ich irgendwas? Garlic, was denn Garlic? Oh Gott, nein. Ah ja, ich weiß, Garlic weiß ich, was das ist. Glasweiß. Und die Hauptfarbe haben wir Glasgrün. Oder andersrum. Moment, Glasgrün und hier weiß. Ah, oh, ist doch. Ja, aber obwohl grün. Ah, so? Oh, wow. So hellblau. Haben wir irgendwas? Haben wir irgendwas, was? Fiat Bronze. Hat auch was. Ja, nehmen wir. Brauchen tun wir ja eh. So. So, weil dann fällt er nämlich jetzt erstmal zum. Das Zumachen hier. Zum Fahrzeugshop. Holt sich seinen Hänger ab. Hallo? Manchmal könnte ich. Ich dachte, ich habe ihn angekoppelt. Hä? Manchmal verstehe ich es nicht. Ich hab doch gerade. So. Ach so, ja, okay. Man sollte das Rische abkoppeln. Da geht es doch. Die Dolly sollte ja mal mit abkoppeln. Nicht die Dolly abkoppeln, sondern den Hänger dazu. So. Hier wird nicht viel rauskommen. Nee, es kommt gar nichts mehr raus. Aber arbeiten müsste die noch, ne? Die hat er noch, die müsste noch haben. Oh, 30.000. Oh, die hat ganz schön, die hat gut schon wieder verarbeitet. Da müssen wir demnächst wirklich mal wieder ran. Gut. Der fährt jetzt Saatgut. Oh Gott. Der hat schon wieder Saatgut leer. Alter Vater. Der ballert gut was weg, du. Und der ist ja gerade erstmal nicht immer bei der Hälfte, du. Aber gut, naja, gut, was soll ich sagen, ne? Kartoffeln brauchen schon ein bisschen was. So, der fährt wieder Gras abliefern. Mal gucken, wie viel noch neu geht, wissen wir nicht. So, der hier, ich weiß auch nicht, was der hier für komische Kreise zieht. Der lässt hier zwischenzeitlich einfach auch mal in der Bahn liegen. Keine Ahnung, das muss ich danach nochmal. Da muss ich nachher doch nochmal ran, das geht so nicht. So. Der ist noch nicht fertig. Ach so, der ist noch nicht voll, der andere, ne? Ah, scheint so. Gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein bisschen halt. Ah, okay. Moment, bevor wir das machen, machen wir erstmal hier. Das wusste ich nicht, dass du schon so schnell da bist, mein Freund. Das war jetzt schneller als gedacht. Weil dann kann ich ihn nämlich gleich noch ein paar Kühe kaufen wählen. Genau. So. Weil er fährt jetzt nämlich gleich vom Fahrzeugshop aus zum Tierhändler. So, weil dann kaufen wir nämlich jetzt noch einen vollen Hänger zur Kühe. Weil, wie viele Kühe haben wir jetzt maximal im Moment? Wir haben 44 Stück. Ja, also können wir ruhig nochmal gut 20 Tiere mindestens kaufen, damit wir langsam mal ein bisschen mehr Mist kriegen. Weil das brauchen wir.
sonst wird das auf Dauer gesehen scheiße. Und da ja der Tierhändler nicht ganz so weit weg ist, da geht das. Ja, das läuft, der fährt Silage weg, der hat noch genug Pflanzenschutz drin. Wenn dann Pflanzenschutz leer ist, ist nicht so schlimm, dann holen wir eben, dann muss ich dem das bloß mal einstellen, dass der dann halt eben... Wo fährt er jetzt hin? Na gut, er wird schon finden. Der eine ist mit Zuckerrüben voll, okay. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt der ist, der... Ah, okay, das ist der, der zum Hofsilo fahren soll. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Er hat Saatgut, er fährt wieder zurück. Sehr gut. Er hat abgeladen, er kommt wieder zurück. Sehr schön. Er tut immer noch Pflanzenschutz verteilen. Er hat wieder abgeladen. Sehr schön. Finde ich sehr löblich. Das ist sehr gut, dass er das gemacht hat. Das heißt, das funktioniert. So, und er müsste ja jetzt gleich beim Fahrzeughändler ankommen. Tierhändler, genau. Weil da machen wir jetzt in der Folge mal noch den Tierkauf. Dann haben wir nämlich das auch hinter uns. Ja, wenn er denn mal rankäme. Oder schafft er's? Ja, er hat die Kurve ganz schön eng genommen. Aber er kämpft wie so ein Bulle. Wenn er einen Mast irgendwann mit weg hat, das würde mich jetzt weniger wundern. Aber siehst du mal, was der für Kraft entwickelt, der Typ. Na, hat er's? Der ist gleich oben. Das schafft er, jawohl. Na, jetzt. Wo hängt er denn nun? Na Mensch, Junge, kämpfe. Wo hängst du denn? Hä? Ist doch gar nichts. Ist doch nichts, wo du hängen könntest, oder? Versteh's nicht, da ist nichts, aber der hat irgendwie das Bedürfnis zu hängen. Ich weiß nicht warum. Um die Ecke ist er doch schon. Ach, und hier liegt noch ein Schneidwerk. Kommt euch das bekannt vor? Das ist unseres. Das hat mein Fahrer letztens verloren. So. Ach ja. So. Sind wir jetzt hier richtig? Anscheinend. Aha. Hä? Warum ist er da jetzt? Oh, willst du mich verarschen? Der hat's irgendwie damit, ne? Es wäre ja zu einfach, wenn er einfach die Kurve normal nimmt. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. So. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, wir haben gerade ein bisschen Geld gekriegt. Einnahmen. Nämlich wieder 3.800 von der BGA. Was gar nicht mal so schlecht ist. Also das lohnt sich. Ja, wie gesagt, wenn dann irgendwann mal die Lohndienstleistung dort unten fertig ist, sind wir vielleicht da auch dann mal imstande, dass dort ein bisschen mehr Geld rumkommt. Nein. Nicht machen. Naja, gut. Ja, da sollte mal eine Kollisionserkennung her. Hauptsache die Schranke geht jetzt hoch, ohne dass der sich... Ja. Okay. Das hat aber funktioniert, Gott sei Dank. Ah, das ist doof mit dieser Bimmelbahn hier.
Das hat Autodrive noch nicht so drauf, dass die da dann stoppen. Ja. Haben zwar irgendwelche Kollisionserkennungen drin, aber die klappt dann mal eher so semi gut. So, oh, wir sind beim Tierhändler angekommen. Coole Sache das. So, weil da würde ich nämlich jetzt gleich sagen, was? Befüllung starten? Befüllung abbrechen? Was? Hey, wir befüllen doch gar nicht. Ruf. Was? Getriebezapfwelle anschalten? Was? Bitte was? Also da einfach bloß. Ich weiß gar nicht, was befüllt er denn? Ich verstehe es nicht ganz. Getriebezapfwelle. Warum ist eine Getriebezapfwelle hier dran? Brauche das gerade ja auch nicht. Ich verstehe es nicht. Tiermenü öffnen. Genau, das wollte ich. Oh. Keine Ahnung. Fragt mich lieber nicht. Nicht schwarz, sondern schwarz-weiß. So, bitte einmal voll machen, bitte. Danke. Das besteht hier nur. 25 frische Kühe. Alter, hör doch mal auf zu laggen jetzt. So, und er fährt jetzt mal noch zum Kuhstall. Zum Kuhstall. Gülle, Milch ist hinten, Stroh ist an der Seite. Er soll zum Kuhstall Wasser fahren. Weil den Rest müssen wir dann eh manuell machen. So. Irgendwas leckt heute ein bisschen hier, habe ich das Gefühl. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, was das ist. Irgendwie ist ein bisschen laggy heute. So. Er hier fährt jetzt erstmal wieder. Genau, er fährt überhaupt erstmal den Hänger da weg. Weil der Hänger stört ja mal absolut. So, genau, er fährt den Hänger hier weg, weil gleich kommt ja der Kuh, der Kuhschubser, oder nein, der Kuh, der die Kühe hat. Weil ihn werde ich jetzt nämlich runter zur BGA wieder fahren. Weil wir müssen wirklich sehen, was? Nee. Er soll einfach nur zur BGA wieder fahren. BGA Silo 1? Nee, er fährt hier zu BGA Gereste. Weil wir müssen demnächst da wieder mal ein bisschen Silage umladen. Und wir werden uns dann hier auf dem Hof wirklich noch einen zweiten Lader brauchen wir dann. Oder natürlich, was noch geiler wäre, was vielleicht sogar günstiger wäre, wäre das Förderband. Bin ich mir aber noch nicht so wirklich sicher. Ja, genau, er kann jetzt nämlich hier wieder aufladen und da kann er nämlich gleich wieder abdampfen. Weil sind wieder Gärreste übrig. Das ist die Frage, wie viel ist denn hier noch drin? Na, ein bisschen was ist noch, also da kommt noch ein bisschen Gärreste dabei raus. So, er ist voll, er wartet jetzt wieder auf seinen LKW. Wo ist er denn? Hä? Doof. Hier steht er doch. Er hat sich bestimmt wieder eingegraben, ne? Nee. Hä? Was ist jetzt mit dir? Oh, berechne Pfad. Wie lange braucht denn der? Auf Ruf warten. Der ruft doch schon die ganze Zeit. Sag mal, bist du doof? Berechne Pfad. Okay. Na gut, lass den mal berechnen.
So, gut, das läuft. Das funktioniert alles, glaube ich. Der hier holt wieder das nächste Saatgut. Also wir werden sowas von ins Minus rutschen. Das steht fest. So, der hier ist fast fertig. Okay. Ach ja, genau. Was ich ja noch gar nicht geguckt habe, was war denn eigentlich, wie geht's denn eigentlich unseren Produktionen, die ich mal, hatte ich nicht irgendwo Produktionen, die ich anschmeißen wollte? War mir nicht so? Ach nee, die hier wahrscheinlich, warte mal. Irgendwas hätte ich doch, na klar, warte mal, Mais, doch, ich hätte hier Mais schon herpacken können. Okay, das müssen wir dann beim nächsten Mal. Aber wo hatte ich denn letztes Mal? Ich hatte doch irgendwo, habe ich doch schon eine Produktion angeschmissen. Sägewerk. Was, zwei leere Rohstoffe? Ach so, das ist ja nicht das richtige Sägewerk. Hä? Bin ich jetzt hier leere Rohstoffe? Hatte ich nicht irgendwo eine aktive Produktion? Ich verstehe es nicht. Lebensmittel ist klar, dass die leer sind. Melzerei ist leer. Palettenwerk ist leer. Raffinerie aktiv, gar keine leere. Volle auch null. Hä? Hier. Ach so, na gut, das ist klar. Die Futterwerke, aber hä? War mir nicht so? Ölmühle. Hier. Tatsache, hier. Der Mischration hergestellt. Rapsöl. Das ist aber schön. Okay, dann könnten wir eigentlich sogar demnächst mal ein bisschen Rapsöl wegfahren. Fällt mir mal auf. So, wie viel kriegen wir denn für Rapsöl? Mal gerade noch mal gucken. Weil das können wir dann nämlich mal in der nächsten Folge mitmachen. Mal eine Tour Rapsöl wegfahren. Um ein bisschen Geld zu kriegen. Muss ich überhaupt da schon mal wieder gucken, wie sieht denn hier Rapsöl aus? Brot, das ist Fleisch. Was ist das? Hä? Sojamilch, oh, okay. Sojamilch haben wir ja keine. Raps. Popcorn, Knorris. Wie sieht Sojamilch aus? Sonnenblumen. Das wäre natürlich schön, wenn da mal was dran stehen hätte. Das könnte Sojamilch sein, ne? 1500 beim Hotel Steigenberger. Okay. Wenn es das ist. Also auch gar nicht so schlechtes Verkaufs. Schlechter Verkauf. Also da werden wir wahrscheinlich uns in der nächsten Folge wirklich mal drum bemühen. So, er hier, er fährt zum Fermenter. Ich weiß gar nicht, ob noch was drin ist. Ich glaube, dann kann ich den gleich abladen. Was ist jetzt mit dir? Aber irgendwie ein bisschen falsch gefahren, habe ich das Gefühl, oder? Ich weiß gar nicht, wie ist er denn hierher gekommen? Ach ja, er wollte dorthin und ist irgendwie vom Weg abgekommen, okay. Okay. Ich verzeihe dir. Eigentlich solltest du nicht hier gegen ditchen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Ah, komm. Ah, da brauchen wir mal ein Stückel. Eher der Motor wieder anläuft, aber egal. So, weil jetzt machen wir wirklich in der Folge noch das letzte. Und das ist dann wirklich die letzte. Eieiei, was ist denn jetzt? Alter, was hat er denn jetzt für Schmerzen? Komm rum, Junge. Hey, warum hängt denn der jetzt? Hängt der jetzt komisch da? Ich verstehe zwar nicht ganz, was ihm jetzt widerfahren ist. Irgendwie hat er sich hier jetzt,
denkt sich jetzt wohl auch so, hängt ein bisschen tief, hä? Die ganze. Warte, hä? Das hat doch vorher nicht so tief gehangen. Oh je. Ich will da jetzt bloß. Solange ich jetzt irgendwie noch zu diesem Abladetrigger komme. Alter, was ist denn jetzt passiert? Also, ich glaube. Eigentlich soll der da dran. Warum will denn der denn jetzt dort unten an? Ankoppeln, ist ja bescheuert. Och nö, Leute, jetzt nicht zum Ende der Folge, Mann. Dass ich jetzt hier. Oh, das ist doch nicht wahr. Mensch, wo ist die scheiß Dolly nur schon wieder hier vorne? Also, das war jetzt doof. Wenn das jetzt wieder so ist, dann haben wir ein Problem, weil ich kann jetzt schlecht. Echt wieder dort unten. Also das ist merkwürdig, weil das hat er doch die ganze Zeit nicht gehabt. Der hängt zwischen Boden und. Oh, Alter. Ja, das ist doch. Nee. Ach Leute, komm, jetzt zieh ich den Hänger eben bis dorthin. Nur damit ich die Kühe heute noch ausgeladen kriege. Doch nicht euer Ernst. So, habe ich jetzt das Tiermenü schon? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Gut. So. Dann mal raus mit euch. Der Vieranhänger ist voll, das weiß ich. Ach so. Ich muss die Seite raus verschieben. Was? Der Vierhänger ist voll? So. Okay. Gut, meine Freunde. Das soll es hier auch erstmal mit dem Ganzen gewesen sein. Wir haben jetzt, knapp 70 Tiere. Müssen also jetzt auch hier wieder auffüllen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge mal mit. Ja. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr aber beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Und natürlich vergesst nicht, aktiviert die Glocke unterm Video. So verpasst ihr keine Folge und seid immer aktuell informiert, wenn sich hier was tut. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis später. Haut rein. Ciao.